Liebe Hörerinnen und Hörer, der runde Tisch Hildesheim, eine Welt, meldet sich auf dem zugangsoffenen Sendeplatz von Radio Tonkuhle heute in einem etwas anderen Format als der monatlichen Sendung, jeweils am dritten Samstag im Monat. Verantwortlich und am Mikrofon Gerhard Granzow. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tonkuhle, ich habe eine Videokonferenz mit Annika Hertel aufgezeichnet, die ich heute am 2. Juni in Hannover erreiche. Annika Hertel vom Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V., kurz VEN, möchte ich befragen zu den geplanten Aktionswochen im November unter dem Titel »Wenn nicht jetzt, wann dann? Gemeinsam Welt gestalten«. Bevor wir darüber Näheres erfahren, möchte ich dich zunächst bitten, uns zu erläutern, was der VEN ist, also VEN in Ruhe gesprochen. Bitte, Annika. Ja, herzlichen Dank für die Einleitung und Einladung zu diesem Gespräch. Genau, wie schon eingeführt wurde, ich bin Annika Hertel und die Projektkoordinatorin für Weltwechsel Niedersachsen. Und ich arbeite für den VEN und der Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen ist das Landesnetzwerk, das sogenannte Eine-Welt-Landesnetzwerk hier im Bundesland und ist der Dachverband für verschiedenste entwicklungspolitische Vereine, Verbände, zum Teil auch Einzelpersonen, die im Bereich Entwicklungspolitik sich engagieren. Und sei es im Bereich, also im Bildungsbereich oder im Weltladenbereich, genau, sowohl Inlandsarbeit machen als auch Arbeit mit Partnerinnen aus dem globalen Süden. Wir haben alles mit dabei und dafür bietet der VEN eben den Rahmen und das Dach und ist wiederum organisiert auf bundesweiter Ebene mit anderen Eine-Welt-Landesnetzwerken und kann so ein bisschen Schnittstelle zwischen Bundes- und Landes- und Kommunalebene. Ja, danke schön, Annika. Du hast gesagt, du seist Projektkoordinatorin für das Weltwechselprojekt, was ich vorhin schon mal kurz vorgestellt habe. Darum geht es heute. Vielleicht kannst du uns mal kurz vorstellen, wann das ist und was da ist und wie das laufen soll und wie man da, was man ja wünscht oder ihr besonders wünscht, auch mitmachen kann. Mhm. Ja, machst du das mal bitte? Das mache ich. Weltwechsel Niedersachsen ist ein ganz neues Projekt vom VEN, das dieses Jahr im November zum ersten Mal stattfindet. Also es soll ein dreiwöchiger Aktionszeitraum sein, vom 2. bis zum 22. November, in dem unterschiedliche Akteure im ganzen Bundes, also in ganz Niedersachsen, Veranstaltungen selbstständig organisieren können. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit Verbänden und Vereinen und auch Einzelpersonen aus dem entwicklungspolitischen Bereich ein gemeinsames Oberthema dafür entwickelt. Was da ist oder was da sind die globalen Nachhaltigkeitsziele. Also ich habe eine Abstimmung durchgeführt, eine Online-Abstimmung und dabei kam der Wunsch oder kristallisierte sich der Wunsch heraus, die SDGs als Thema zu nehmen. Damit die nicht so, nicht so abstrakt bleiben, haben wir noch ein Motto entwickelt, an dem wir uns orientieren. Und dieses Motto ist, wenn nicht jetzt, wann dann? Was ich sehr gelungen finde, gerade zur aktuellen Situation. Und zudem können halt jetzt ab heute tatsächlich, beziehungsweise ab gestern schon, Veranstaltungen eingereicht werden. Also wir bieten die Möglichkeit an, mit ein bisschen Geld und auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Und insgesamt 30 Veranstaltungen können finanziell eben von uns ein bisschen was erhalten und werden am Ende in ein Programmheft zusammengefasst und erscheinen auch auf unserer Online-Veranstaltungsseite. Mhm. Da werden auch Veranstaltungen auftauchen, die nicht gefördert werden können, weil wir möglichst viel sichtbar machen möchten. Ja, kannst du bitte kurz sagen, in welchem Umfang sich diese Unterstützung bewegen wird? Unterstützung können wir bieten bei der oder im Rahmen eines Honorars für eine Referentin oder eine Moderatorin im Bereich von 230 Euro. Und wir können auch bei Raumkosten unterstützen im Rahmen von 150 Euro. Ja. Jetzt müssten wir vielleicht mal ein bisschen
uns vorstellen, wie das unter diesen Bedingungen oder welche Formate das da annehmen könnte, dass man ein bisschen näher sich darunter vorstellen kann, wie das umgesetzt werden kann. Da habt ihr sicher auch ein paar Ideen schon entwickelt. Genau, mein Wunsch ist natürlich, dass es besonders viele verschiedene Formate geben soll. Und da denke ich an so Formate wie Theaterveranstaltungen oder Kurzfilmnächte oder meinetwegen auch Vorträge oder Diskussionsveranstaltungen. Aber es können eben auch so Sachen sein wie eine konsumkritische Stadtführung oder eine Aktion auf der Straße, vielleicht Straßentheater. Also das können Ausstellungen sein, das können ganz verschiedene Formate sein. Und es können natürlich auch oder müssen vielleicht auch im November teilweise Formate sein, die noch innovativer sind, als wir das bisher gewohnt sind, weil wir eventuell ja wieder oder immer noch in den Online-Raum oder in den digitalen Raum ausweichen müssen. Und auch da wollen wir unterstützen. Also wir haben jetzt gerade eine dreiteilige Webinarreihe zum Thema innovative Veranstaltungsformate angeboten, in der sich die Teilnehmenden mit genau diesen Fragen auseinandergesetzt haben, so wie kann ich meine Veranstaltung an der Schnittstelle zwischen Präsenz und Online-Format organisieren und wie kann ich das auch diskriminierungssensibel machen. Und da bieten wir auf jeden Fall Unterstützung an, damit es eben möglichst vielfältig wird. Und die Anmeldung läuft über ein Online-Formular. Das muss wir hatten es vorhin schon gesagt, bis zum 19. August, jetzt habe ich es richtig gesagt, eingereicht sein. Und dann wird beraten und... Genau, und die Auswahl, die treffe ich nicht alleine, sondern die trifft ein kleines Komitee, das aus verschiedenen Menschen, die auch bei uns im VEN engagiert sind oder auch nicht unbedingt Mitglied sein müssen und die Ende August sich zusammensetzen werden und draufschauen und gucken, okay, passen die Veranstaltungen zum Thema und können wir sie mit aufnehmen und wie können wir sie unterstützen. Mhm. Kommen wir mal nochmal zu dem Motto und zu dem, was sich dahinter verbirgt. Du hattest das ja schon kurz beschrieben, dass die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, wie sie von der UNO 2013 beschlossen worden sind, eigentlich der Gegenstand sein sollen. Genau, in der Agenda 2030 sind die 17 Nachhaltigkeitsziele festgehalten, die bis zum Jahr 2030 eben erfüllt sein sollen. Und ich finde jetzt gerade in Zeiten von Corona sind diese Ziele halt besonders oder immer noch nach wie vor und besonders spannend, weil wir ja gerade tagtäglich erleben, wie ungleich und ungerecht diese Gesellschaft ist und welche Machtverhältnisse es gibt und welche gesellschaftlichen Gruppen und vor allen Dingen Randgruppen gerade unter den Tisch fallen und von den Auswirkungen besonders betroffen sind. Und ich finde es ich freue mich deswegen besonders, dass wir dieses Motto haben, wenn ich jetzt banane, weil ich genau das finde, dass Zivilgesellschaft Antworten auf genau diese Fragen hat und wenn ich jetzt wann dann die einbringen muss, so, weil Politik mit alten Antworten kommt und die Autoindustrie unterstützt, was ja in Niedersachsen auch großes Thema ist zum Beispiel, aber sich wenig Gedanken darum macht, was denn langfristige und vor allen Dingen nachhaltige und global gerechte Antworten sind. Und ich finde, da kann Weltwechsel halt total schöne Antworten geben, weil Ziel dieser Veranstaltung eben sein sollte, ein Potpourri aus Antworten sozusagen zu bieten und zu zeigen, welche nachhaltigen Antworten in Niedersachsen bereits existieren, was Leute schon leben an Alternativen. Und das wollen wir eben sichtbar machen hier vor Ort und zeigen, dass es Wandel gibt und dass wir diesen Wandel vorantreiben müssen und damit auch Krisen wie Corona oder wie die Klimakrise eben durchaus gestalten können. Ja, also der Wechsel der Welt muss vorangetrieben werden, besonders im Sinne der 17 SDGs, der Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Ziele der UNO. Annika, du hast uns, glaube ich, das Thema so ganz gut umrissen, sodass wir das von hier aus auf jeden Fall weitergeben können. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss die Kerndaten für diejenigen, die interessiert sind, daran teilzunehmen. Ja, die Aktionswochen finden vom 2. bis 22. November statt. Es wird nebenbei bemerkt auch noch eine große Auftakt- und Abschlussveranstaltung geben,
die aber noch nicht fertig terminiert und geplant sind, aber das werden wir noch bekannt geben. Der Einreichungszeitraum für eigene Veranstaltungsideen geht vom 1. Juni bis zum 19. August. Und erreichen oder mehr Informationen können Sie erhalten unter weltwechsel-nds.de oder Sie können mir auch eine E-Mail schreiben unter weltwechsel@ven-nds.de. Gut, also wenn man auf die Seite des VEN Niedersachsen geht, dann ist das überhaupt kein Problem, dich zu erreichen. Und du wirst dann sicher die entsprechenden Informationen weitergeben. Annika, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, uns diese Informationen zu geben. Wir reichen sie weiter, hoffentlich erfolgreich. Und dann habe ich vielleicht die Gelegenheit und die Möglichkeit, wenn diese Aktionswochen gelaufen sind, darüber hier nochmal zu berichten. Nicht auf diesem Senderplatz, aber auf einem anderen. Besten Dank, Annika. Prima, ich danke auch.